In Overlord Staffel 1 gab Momonga bzw. Lord 1 Henry Emmott zum eigenen Schutz zwei Hörner des Goblin-Generals. Aus einer dieser Hörner entstand der sogenannte Goblin-Trupp. Kurz nach Overlord Folge 4 der ersten Staffel, oder um noch genauer zu sein, kurz nach der ersten Schlacht um Dorf Karne, nutzte Henry Emmott eines der beiden von Lord 1 gegebenen Hörner des Goblin-Generals. Aus diesen Horn erschienen dann 19 Goblins, welche helfen sollten, das Dorf Karne wieder aufzubauen und im Anschluss auch zu verteidigen. Diese 19 Goblins halfen dem Dorf zu ihrer alten Größe zurück, aber nicht genug. Sie halfen auf dem Feld, bei diversen Arbeiten und bauten eine Art von Wall oder Mauer um das Dorf selbst, um es noch effektiver schützen zu können. Da Henry Emmott der Beschwörer dieser Goblins ist, sind auch die Goblins folgedessen auch nur loyal zu ihr. Nach Beschreibungen scheint es zumindest so, dass der Goblin-Trupp wohl insgesamt loyaler zu Henry Emmott ist, als die gesamten Nazrik-Wächter loyaler zu Lord 1 sind. Der gesamte Goblin-Trupp umfasste insgesamt 19 Goblins, welche vom Level her ungefähr Stufe 8 bis ungefähr Stufe 12 sind. Die Kampfstärke der Goblins ist ungefähr gleichzusetzen mit professionellen und erfahrenen menschlichen Kriegern, wobei die Goblins unterschiedliche Spezialgebiete haben. Es gab normale Nahkämpfer oder auch zum Beispiel Bogenschütze, um einige Beispiele zu nennen. Für jeden Spezialbereich besaßen die jeweiligen Goblins auch ebenfalls passende Ausrüstung und generelles Equipment. Es gab insgesamt 12 Level 8 Goblins, welche nur auf den Nahkampf fokussiert sind. Diese sind Kai Jali, Kunel, Paipo, Goku, Unlai, Nonisu, Suigyo, Matsu, Raimatsu, Nozuli, Yaboru und Nobura. Neben den normalen Nahkämpfern gab es natürlich auch weitere Goblins, welche nicht unbedingt Nahkämpfer waren oder zumindest spezialisiertere Nahkämpfer. Zum Beispiel gab es zwei Stufe 10 Wolfsreiter, Kyumei und Shosuke. Außerdem gab es noch zwei Level 10er Bogenschützen mit den Namen Sharingan und Gurin Dai, einen weiteren Stufe 10 Goblin-Kleriker namens Klona und nicht zu vergessen einen Goblin-Magier, welcher ebenfalls auf Stufe 10 ist, mit dem Namen Dyno. Zum Abschluss gab es natürlich noch den Goblin-Anführer, welcher in dem Fall allerdings höher war als die anderen, nämlich war dieser Level 12 oder Stufe 12, namens Yugam. Jeder dieser gerade genannten Goblins wurde persönlich von Henry ihren eigenen Namen gegeben. Alle diese Namen hat sich Henry quasi abgeschaut, bei einer Geschichte in der neuen Welt namens Yugam Yugam. Damit sind diese 19 Goblins keine normalen, einfach so dahingerotzten Goblins, welche einfach mal so kurzerhand beschworen worden sind, sondern es sind richtige, normale Wesen, die auch wirklich am Leben sind und nicht einfach nur als Soldaten behandelt werden. Es sind einzigartige Wesen mit einer eigenen Persönlichkeit. Obwohl es nur Goblins sind mit eingeschränkter Intelligenz, waren sie in der Lage, in extremen Stresssituationen immer noch ansatzweise intelligent und kompetent zu handeln bzw. zu reagieren. Weiterhin konnten sie für den Kampf kleinere Kampfstrategien entwickeln und sich auf Kämpfe vorbereiten. Nicht nur das, außerdem kämpften sie als eine Einheit und halfen sich auch immer untereinander, wenn jemand Hilfe brauchte. Gemeinsam sind sie sogar fähig, mehrere Oger oder eventuell sogar Trolle zu besiegen, was für Low-Level-Goblins wirklich beeindruckend ist oder sogar teilweise für relativ starke Menschen. Jeder dieser Goblins scheint, wenn man jetzt mal von der eigentlichen kriegerischen Seite mal absieht, außerordentlich nett zu sein und keine bösen Absichten zu vertreten. Zumindest versuchen sie immer Kämpfe zu meiden, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Außerdem scheinen sie eine überragende Intuition zu besitzen, da sie sofort realisiert haben, dass Lupus Regina Beta äußerst gefährlich sein kann, aber nicht gefährlich sein muss. Die Goblins haben nicht gerade die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber wenn es um den Kampf geht, wissen sie genau, was sie zu tun haben und wie sie ihre eigentlichen Fähigkeiten immer einzusetzen haben. Und zum Abschluss nochmal nebenbei erwähnt, rivalisieren sie untereinander um die Liebe von Henry Emmott, obwohl selbst Henry auf Enferia Baleares selber steht. Naja, egal. Vielen Dank fürs Ansehen. Ich persönlich muss sagen, ich liebe den Goblin-Trupp und vor allem finde ich es wirklich interessant, dass jeder einst eine ansatzweise Persönlichkeit bekommen hat, sowie einen eigenen Namen. Aber wie seht ihr den Goblin-Trupp? Und wie findet ihr das eigentlich, dass es jetzt auch die Goblin-Armee gibt, wozu dann auch im Anschluss der Goblin-Trupp gehörte? Sagt mir einfach mal eure Meinung dazu in den Kommentaren in Form von einem Kommentar. Vielen Dank fürs Ansehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao. Get up, stand up, throw your hands up. Welcome to the other land of dreamers, brothers, sisters, others. Yeah, we all fight like that. Oh, the bond is deeper than skin, the kind of club.